sein. Betty und Schnecke sind verheiratet? Ich will dir, das weiß doch noch kein Mensch in Badenhausen. Ja, das wissen die beiden selber auch nicht. Ja, wieso? Wer weiß es denn überhaupt? Nur ich. Aber reden wir nicht drüber. Vergessen wir das. Bitte, Willi, sind die beiden nun verheiratet oder nicht? Natürlich nicht. Aber guck mal hier. Das war gar nicht so einfach, die erste Frau vom Schnecke hier wegzuretuschieren und dafür meine Betty hineinzukleben. Na, großartig. Das ist eine richtige Fotomontage, ja? Mensch, Willi, das hast du großartig gemacht. Ja, ne, ja. Und vor allen Dingen meine Schwester, die hat's geschluckt. Ja. Dann brauche ich aber einen Schluck, du. Ja, sollst du haben, Christian. Deine Schwester, wer ist denn das nun wieder? Die kenne ich ja gar nicht. Da kannst du dich aber freuen. Wo lebt sie denn? In Brasilien. Gleich rechts neben dem Amazonas. Ihr verblichener Mann war ein ganz reicher Kaffeeplantagenbesitzer, ne? Und nach seinem Ableben, da hat sie mir zugesagt, jedes Mal 15.000 Mark zu schicken, wenn eine meiner Töchter heiratet. Das ist ja toll. Also, auf das Wohl meiner lieben Schwester Elvira Blanco, geborene Kuckuck. Prost. Nur wieder, das ist ja ein Ding. Da hast du also deiner Schwester das gefälschte Hochzeitsfoto von Betty und von Schnecke untergejubelt, um die 15 Mille einzustecken. Nein, nein, nicht einzustecken, reinzustecken in unseren Fußballplatz. Mensch, daher kommen die 15.000. Ja? Nein, die 30.000. Wieso? Agnes ist doch auch verheiratet. Hoffentlich nicht mit mir. Nee, von dir war ja kein Hochzeitsfoto da, aber ich habe hier was anderes. Hier, komm, kennst du den? Das ist doch dieser bestusste Kapellmeister Wirsing, der mir die Streicher durcheinander bringt. Ja, und dem habe ich die Frau wegradiert, verstehst du? Und meine Agnes rein. Nur wegen 15.000 Mark, was macht man da nicht alles, ne? Ja, aber weißt du, weil dieser Schnecke, nicht wahr, so ein Geizhalskragen ist, deswegen muss jetzt meine Konstanze ihren hübschen Kopf hinhalten. Aha, und wer wird erst diesmal der Glückliche sein? Ich weiß nicht, der Nachwuchs fehlt. Ja. Mensch, Willi! Der sieht doch gut aus. Oh. Na sicher. Guck mal, nimm doch den. So, so. Was? Dieser Klampfenhuber, der kommt ja nicht in die Familie. Das muss er doch auch gar nicht. Aber eine Montage für Tantchen wäre doch drin. Nein, ich mag die solche Gitarrenspieler, die immer auf und immer so machen. Und. Du, Moment mal, hier sind Fotos ohne Gitarre, bitte. Aber das ist doch keine Hochzeitsfotos. Das macht doch nichts, dann schicken wir sie nur zum Standesamt. Ja, meinst du, das geht? Aber warum denn nicht? Hast du nicht ein passendes Foto von Konstanze da? Ja, ich will mal nachsehen. Ja, wenn, dann gehen wir höchstens eins von diesen hier in Frage. Zeig doch mal her, Willi. Die sind ja größer, sind doch prima. Ja, ne? Warte mal, guck mal, dies zum Beispiel. Ja, wenn man das hier wegschneidet, diese Mauer, und das anklebt. Ganz ranrücken. Ja, und dann von oben fotografiert. Das genau, ist richtig. Mach mal auf, ja. Ja, ja. Ja, mach mal, mach mal. Hm? Vorsicht! Schneide nicht in die Nase. So. Warte, ich muss noch ein Schnippelchen ab. Ja, hier, vielleicht. So ist gut, ja. So, welches wollten wir nun nehmen? Dies. Dies. Warte. Ja. Nee, auf die Seite, auf die Seite. Andere Seite. Ja. Das sieht doch großartig aus, Willi. Oh, großartig, ich meine, so können wir doch die beiden der Tante Elvira verkaufen. Selbstverständlich. Also gut, schön. Also soll der Mickey meine Konstanze haben, bitte.